Hallo Leute, heute öffne ich die Top-Trainer-Box der Nebel der Sagen, der dritten Spezialerweiterung aus dem Karmesin- und Purpur-Zyklus. Wir hatten ja schon 1.5.1 als erste Spezialerweiterung und Paldeas Schicksale als zweite Spezialerweiterung. Und mit Nebel der Sagen bekommen wir jetzt die dritte Spezialerweiterung. Ich bin sehr gespannt. Hab bis jetzt nur ein Blister, glaube ich, zusammen mit meinem Sohnemann aufgemacht. Hier für den Kanal. Das erste, was ich auspacke, ist diese Top-Trainer-Box hier mit einer coolen Promokarte hier von Infamomo. Gucken wir uns gleich genauer an. Mystische Machenschaften und toxische Tricks. Inmitten kursierender Gerüchte und trügerischer Erinnerungen dreht sich das Rad der Zeit in der Hitakami-Provinz weiter. Wappne dich für den Anbruch der Dunkelheit und entdecke eine boshafte Präsenz, wenn Infamomo EX die drei Gefährten Bonino EX, Benizaru EX und Beatori EX befehligt, seinem niederträchtigen Geheiß zu folgen. Derweil zapft Knattertox EX das Stromnetz an und Terra kristallisiert zum Typ Elektro, während Seedraking EX in der Pokémon-Sammelkartenspielerweiterung Karmesin und Purpur Nebel der Sagen einen königlichen Auftritt feiern. Die Top-Trainer-Box enthält 9 Booster-Packs, eine holographische Vollbild-Promokarte mit Infamomo, 65 Kartenhüllen, 45 Energiekarten, eine Spielanleitung, 6 Schadensmarkenwürfel, ein Wettbewerb zusätzlicher Münzwurfwürfel, 2 Kunststoffmarken für spezielle Zustände, eine Sammelbox zum Aufbewahren sämtlicher Artikel mit 4 Trennstegen zum Organisieren und eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel live. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach auf. Na komm schon, schauen uns den Inhalt an. Und rippen natürlich auch die Booster Packs. Mit 9 Booster Packs haben wir einiges zum Rippen. So. Und da ist die Anleitung, beziehungsweise die Infos für Spieler, der Players Guide. Hier drin sieht man auch wieder die. Ah, diesmal sind aber nicht die Booster Artworks direkt, sondern diesmal ist es wirklich ein Bild von diesen drei Pokémon. Weil die sehen hier ein bisschen anders aus, so wie hier vorne drauf, so schwarz-weiß irgendwie, so in der Art. Naja, wir schauen mal. So, dann haben wir noch, oh, sieht das geil. Also diese Farbgebung hier mit dem Lila und dem Grün, mega cool. So richtig schön giftig. Ja, ich würde sagen, wir gucken einmal rein. Hier haben wir, das sind die Würfel. Die sehen natürlich auch mega geil aus, auch in diesem selben Farbschema. Dann haben wir noch, na gut, kennt man ja hier, verbrannt und vergiftet. Dann, wir nehmen es mal raus. Ich mache es mal so rum, dann kann ich hier besser dazwischen halten. Zack. Legen wir mal so hin. Hier sind die Booster Packs. Das ist die leere Box. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Booster Packs. Nebel der Sagen. Dann haben wir hier, jetzt muss ich gucken, wo ist die Codekarte? Nicht, dass ich die euch zeige, weil die will ich gern selbst noch einlösen. Da ist sie. Und so rum geht sie raus. Zack, Codekarte. Dann haben wir hier Infamomo, gucken wir uns auch gleich genauer an. Einpacken Energiekarten. Habe ich mehr als genug. Hier mit Pflanzenenergie vorne drauf und ja, vielen anderen verschiedenen Energiekarten. Hier haben wir jetzt hier noch eine. Finsternisenergie und so. Also bunt gemischte Energiekarten. Dann haben wir hier die Kartentrenner, hier mit dem Pokéball-Logo und dem Giftgrün mit den lilanen Blasen im Hintergrund und hier nochmal mit den drei Pokémon hier drauf. Mit den dreien, genau. Sehr, sehr coole Kartentrenner, muss ich sagen. Und natürlich auch die Hüllen hier, die Sleeves, mega cool. Die sehen richtig stark aus. Finde ich aber cool bei so Top-Trainer-Boxen, die ganzen Hüllen, die da drin sind. Bevor wir uns an den Karten wenden, gucken wir uns erstmal noch die Info für Spieler an. Was haben wir da so? Also ein bisschen Vorwort. Mythische Machenschaften und toxische Tricks. Willkommen bei der Pokémon-Sammelkartenspielerweiterung Karmesin und Purpur Nebel der Sagen. Hier sieht man es auch nochmal. Bonino EX, Benizaru EX, Beatori EX und Infamomo EX. Entwickle Pläne und Strategien mit 9 Kombinationen. Lass Bonino von der Kette. Überraschende Wendung. Überrumpelt, die verfluchte 13, dunkle Darbietung, nutze Fähigkeiten und Attackeneffekt, das ist dein Vorteil. Voltula, Arboretos, Seedraking EX, Knattertox EX, Hypno, Eviltal, Genesect, Maxax. Und dann haben wir die Kartenliste. Ah, sehr cool.
Das ist ein sehr kleines Set, was ich schon gelesen habe hier. Bei Finsternis aber erstmal Nummer 32. Es geht, oh, da sind wir schon bei den Illustration Rest hier. 64. Xeros Machenschaft? Nee, Machinationen, okay. Und ab 65 fangen schon die Illustration Rares an hier. Also dann auch ein paar hier. Fast die ganze Doppelseite hier bis 79. Postur-So. Dann geht es mit Seedrakinje X weiter, die Ultra Rares. Ab Karte Nummer 80. Das geht dann bis Karte Nummer 89. Ab Karte 90 haben wir die Special Illustration Rares. Bis Karte 94 und ab Karte 95 die Hyper Rares und oh, 5 Stück insgesamt bis 99, also unter 100 Karten in diesem Set, inklusive aller Special Karten. Dann die Promo Karten hier, Infamomo, die ist ja hier drin in der Top Trainer Box. Noch ein Infamomo in den Dreier Blistern, das zeige ich euch auch noch. Dann haben wir noch Gladimperio, Seedrakinje EX und Quajutsu EX, da gibt es spezielle Kollektionen, auch die zeige ich euch natürlich noch. Dann noch Credits und hier Pokémon Play. Nebel der Sagen quasi ein Organized Play mäßig. Da habe ich leider keine Zeit für, da ich komplett, was Organized Play angeht, mit Star Wars ausgelastet bin. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal hier die Promokarte an. So, packen wir die mal aus. Also, erste Promokarte aus Nebel der Sagen ist das Infamomo hier. 80 KP, Finsternis-Typ. Er hat die Fähigkeit Giftige Knechtung. Solange dieses Pokémon in der aktiven Position ist, lege beim Pokémon-Check 5 Schadensmarken mehr auf die vergifteten Pokémon deines Gegners. Oho. Und Giftige Kette für 10 Schaden. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Während des nächsten Zuges deines Gegners kann sich jenes Pokémon nicht zurückziehen. Das ist cool. So. Ich direkt mal einsleeven, denn es ist eine Promokarte und damit auch eine Art Hit. Wandert zumindest in den Promo-Binder. So. Und dann, wie gesagt, noch 9 Booster-Packs und die machen wir jetzt auch alle auf und gucken, was da so drin ist, was wir noch an Hits bekommen werden. First Pack Magic. Los geht's. Erstes Booster. Energiekarte nach vorne und ich sage Psychoenergie. Kampf, schade. Also, einmal Sneebel, Zorua, Kupfanti. Ob das waren zwei. Zwirlicht. Dann Janinas Geheimkunst. Silvaro. Kriechflügel. Dann haben wir ein Hundemon auf dem ersten Reverse-Slot. Und dieser geile neue Reverse-Effekt. Sieht der nicht stark aus? Sehr, sehr cool. Und auf dem zweiten Reverse-Slot ein Silvaro, eine zweite Reverse-Karte. Und auf dem Rare-Slot bekommen wir ein Zoroark. Also nur eine Rare-Karte. Kein First Pack Magic, ein normales Booster. Zweites Booster. Wir wollen die Hits. Codekarte auf die Seite. Finsternis Energie nach vorne. Wieder Kampf. Oh, aber eine Holo-Energie mit dem geilen Reverse-Effekt auch hier, sehr, sehr cool. Schaut euch das doch mal an. Sehr gut. Die nächsten Holo-Energiekarten nach 151. Sehr, sehr stark. Zähle ich mir zu einer Art Hit dazu. Hunduster. Iskala. Bautz. Noch so wieder zwei. Was ist heute los? Seper. Iveltal. Hypno. Snibuna. Dann haben wir erster Reverse-Slot die Power Sanduhr. Zweiter Reverse-Slot das Absol. Und auf dem Rare-Slot ein Knattertox EX. Und da ist der nächste Hit. Wo hatte ich die Sleeves hin? Hier. Einmal ein Knattertox EX. Eigentlich könnte ich doch die Energiekarte auch sleeven, oder? Ja. Zack. Und eingetötet. So, dann Booster Nummer 3. Codekarte, Energiekarte nach vorne. Ich sage Elektroenergie. Ah, Pflanze, schade. Kupfanti. Zubat. Evoli, sehr nice. Seemon. Calamanero. Ein Genesect. Hypno. Dann erster Reverse Slot direkt nochmal ein Hypno, back to back. Zweiter Reverse Slot, ein Zubat und auf dem Rare Slot ein Patina Raja. Also leider nichts.
Einmal Bruch. Weiter geht's. Viertes Booster. Wir sind kurz vor der Hälfte. Fünfte Booster ist quasi das mittlere Booster dann. Codekarte und Energiekarte. Ich sage Metallenergie. Jetzt kommt Elektro, aber immerhin auch wieder als Holo-Energie. Sehr schön. Die zweite Holo-Energie in dieser Top-Trainer-Box. Eine Elektro-Energie. Sehr nice. Absol. Seemon. Arboretos. Zwirrlicht. X-Bat. Die Akademie bei Nacht. Ein Genesect. Dann erster Reverse-Slot ein Snobilikat. Zweiter Reverse-Slot ein X-Bat. Und auf dem Rare-Slot ein Patina Raja. Wieder mal. Schade. Ich warte noch auf den Hit auf dem zweiten Reverse-Slot. Ne? Registration Rare oder sowas. Mal gucken. So. Nächstes Booster-Pack. Fünftes. Damit haben wir die Mitte. Wir haben vier aufgemacht und haben nach dem Booster noch vier vor uns. Das mittlere Booster. Codekarte. Energie. Und ich sage Feuerenergie. Ah, Wasser. Nah dran. Nah dran. Bautz. Mauzi. Die Bunke. Golbat. Die Akademie bei Nacht. Snibuna. Die Nachttrage. Dann haben wir Akromas Beharrlichkeit, Blutmond Ursaluna und auf dem Rare Slot ein Zwirrfinst. Oh Mann, das nächste Pack, wo nichts drin ist. Irgendwie, Pudelrate ist nicht so gut, oder? Sechstes Booster. Codekarte, Energiekarte. Ich sage, was hatten wir noch nicht? Kampf. Nein, Pflanze. Also Kampf hatten wir schon, aber ich hatte Kampf noch nicht gesagt. Hundemon. Velursi, Watzapf, Snobilikat, die Nachttrage nochmal, Akromas Beharrlichkeit auch schon, Iveltal, dann erster Reverse-Slot, Zwirrfinst, zweiter Reverse-Slot, ein Seeper und auf dem Rare-Slot, na also, ein Bonino EX, wieder ein Hit, wenn auch nur eine Double Rare, aber wir haben mal wieder einen Hit. Der zweite richtige Hit, der vierte, wenn man die Energiekarten mitzählt. Und zwei Drittel haben wir schon durch. Drei Booster liegen noch vor uns. Mal gucken. Kriegen wir wenigstens noch einen Hit, dass wir aus jedem dritten Booster einen Hit haben? Mal gucken. Codekarte, Energie und ich sage wieder Finsternis. Nochmal Pflanze, meine Gott. Meine Güte. Dass wenn man meine Güte oder mein Gott sagen will und sich entscheiden kann, da kommt dann meine Gott oder mein Güte raus. Arboretos, Zwirrlicht. Hundemon, Velursi, Janinas Geheimkunst. Es wiederholen sich die Karten schon extrem oft und früh, dadurch, dass halt so wenige sind. Eisenfalter, Kriechflügel, dann haben wir ein Kupfanti auf dem ersten Reverse-Slot, ein Milzer auf dem zweiten Reverse-Slot und die Ultra-Rare-Karte Xeros Machinationen auf dem Rare-Slot und da haben wir doch schon einen Hit, der keine Double Rare ist. Das ist der dritte Hit. Sehr, sehr schön. Ich will nicht unverschämt sein, aber ein vierter Hit wäre natürlich noch geiler. Dann wären wir bei nicht ganz jedem zweiten Booster, was bei neuen Boostern auch schwierig ist. Aber es wäre in Verbindung mit den beiden Basisenergiekarten hier schon ziemlich nice, muss ich sagen. Und ich sage Psycho. Ah, wieder Kampf. Was ist los? Knattox. Zubat. Hunduster, Iskala, Felinara, wieder eine Evolution, Kettenmochi, Calamanero, dann haben wir ein Zorua, erster Reverse-Slot, na also, ein Snobilikat, Illustration Rare auf dem zweiten Reverse-Slot, und haben wir vielleicht sogar einen Doppelhit, nein, ein Patina Raja, das dritte Patina Raja jetzt schon in diesem Opening hier, Wahnsinn. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, Karten vorzulesen, die X-Karten und so und die Hits machen wir gleich. Machen das letzte Booster noch auf und dann lesen wir uns die noch durch. So, Last Pack Magic. Können vielleicht sogar noch einen fünften Hit im letzten Booster landen. Ich sag mal, das ist noch eine Foil, eine Holo-Energiekarte und zwar Wasserenergie. Nein, das ist Unlicht, aber es ist eine Holo. Ich hatte zumindest damit recht. Sehr, sehr geil. Dann haben wir Snobilikat. Scharfax, Käufwaff, Toxiquack, Cassiopeia, Voltula,
Die Akademie bei Nacht. Mauzi auf dem ersten Reverse-Slot. Caputoro auf dem zweiten Reverse-Slot. Und ein Blutmond Ursaluna auf dem Rare-Slot. Also es bleibt bei 4 Hits plus 3 Holo-Energiekarten. Das finde ich schon mal sehr gut. Ein guter Start. So. Und die Hits. Wir fangen mit dem ältesten an. Wir hatten zuerst hier ein Knattertox X. 280 KP vom Typ Elektro. Phase 1 Pokémon entwickelt sich aus Knattox. Hat Turbo-Zündung für 20 plus Schaden. Wenn dieses Pokémon während dieses Zuges von deiner Bank in die aktive Position gewechselt ist, fügt diese Attacke 120 Schadenspunkte mehr zu. Und zerlegen das Tempo für 250 Schaden. Lege dieses Pokémon und alle angelegten Karten auf deinen Ablagestapel. Dann haben wir das Bonino EX 250 KP, ein vom Typ Finsternis, ein Basis-Pokémon. Giftige Muskulatur ist die erste Attacke. Durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Basis-Finsternis-Energiekarten und lege sie an dieses Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Wenn du auf diese Weise Energie an einen Pokémon angelegt hast, ist dieses Pokémon jetzt vergiftet. Und Ketten des Wahnsinns, 130 plus Schaden. Wenn dieses Pokémon vergiftet ist, fügt diese Attacke 130 Schadenspunkte mehr zu. Nice. Dann haben wir die Xeros-Machinationen. Dein Gegner legt so lange Karten aus seiner Hand auf seinen Ablagestapel, bis er 3 Karten auf seiner Hand hat. Und schließlich noch das Snobilikat. Phase 1 Pokémon entwickelt sich aus Mauzi. 110 KP, farblos. Hat Kratzfurie für 50 Mal Schaden. Wirft 3 Münzen. Diese Attacke fügt 50 Schadenspunkte pro Kopf zu. Und schlitzende Klaue für 100 Schaden. Das sind die 4 Hits. Plus 3 Energiekarten, hier so hohe Energiekarten. Und natürlich die Promokarte von Infamomo. Ja, das also der Inhalt dieser Top-Trainer-Box. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Spezialerweiterung Nebel der Sagen? Wie gefällt euch die Top-Trainer-Box? Habt ihr euch die auch gekauft? Was hattet ihr so für Hits drin? Sei es in der Top-Trainer-Box oder in anderen Nebel der Sagen-Produkten. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wie immer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.